Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz kurzes Tutorial von mir und zwar zu dieser kleinen Blume. Ihr kennt sie vielleicht gerade noch aus meinem letzten Tutorial, das ich euch gezeigt habe. Und zwar von dieser Diamantbox, da hatte ich sie in Melonensorbet drauf gemacht. Und heute möchte ich sie mit euch in Altrosé basteln. Einige von euch haben mir geschrieben und wollten wissen, ob es dazu irgendwie eine Anleitung gibt. Die gab es bislang noch nicht. Und deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie man die Blüte bastelt. Bei der Diamantbox habe ich euch noch ganz stolz gesagt, dazu braucht ihr nicht das Giftbag Punchboard. Das gilt nicht für diese Blume, nämlich genau dafür braucht ihr dieses Giftbag Punchboard. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wenn man das hat, bietet sich es dann wirklich geradezu an, dass man es einfach hier auch nochmal verwendet. Sonst gibt es ja, glaube ich, bislang noch nicht so viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit dem Envelope Punchboard von der Verwendung her, aber gut. So, jetzt würde ich sagen, starten wir dann auch schon mal. Ich lege sie einfach euch schon mal hierher. Ich habe das ein bisschen vorbereitet, damit es nicht so langwierig wird, das ganze Video. Und zwar braucht ihr einen Cardstock eurer Wahl in zwei verschiedenen Größen, und zwar 2x7x7 cm und einmal 6x6 cm. Also die Größe könnt ihr ganz nach eurem Geschmack bestimmen. Ich habe es jetzt einfach so groß gemacht, weil sie einfach von der Größe her einfach auch auf der Diamantbox drauf war. Und deswegen habe ich mich auch wieder für dieses Maß entschieden. Aber ihr könnt sie wesentlich größer oder auch kleiner basteln. Das hängt ganz davon ab. Ich möchte aber hier bei meinem Muster so ein paar Sprenkler damit einbauen. Ich finde, das bringt so ein bisschen Bewegung in die Blume. Und da verwende ich dieses Stempelset Gorgeous Scrunch. Wenn ihr regelmäßig meinen Blog lest, dann wisst ihr ja, dass das zu meinen Lieblingsstempelsets gehört. Und das kommt natürlich auch hier mal wieder zum Einsatz. Ich klebe mir das gerade mal hier auf einen Acrylblock drauf und nehme dann auch das, die Farbe Altrosé zum Bestempeln. Gut. Ich stempel jetzt nicht ab, ich möchte ein bisschen mehr Intensität, Farbintensität drauf haben auf den einzelnen Cardstocks und deswegen stempel ich nicht ab. Mir gefällt das so ganz gut, das darf ruhig ein bisschen leuchten. Das könnt ihr jetzt bei allen drei machen. So, es geht dann wirklich sehr flott und ihr werdet auch sehen, also an sich die Blume ist wirklich sehr, sehr, sehr flink gewerkelt. Da mache ich noch ganz kurz zu, damit nichts austrocknet. Und dann geht es ehrlich gesagt auch schon ans Eingemachte. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Kleinen an. Und zwar nehmt ihr das Giftbag Punchboard, legt es euch einfach mal so her. Ich hoffe, ihr seht das jetzt einigermaßen. Ich muss gestehen, in meiner Probe hatte ich wirklich gerade ein bisschen ein Problem, weil dieses Stanzbrett, es geht unheimlich schwer. Und ihr seht es nicht, aber ich werde jetzt mich gerade mal hinstellen zum Punchen, weil ich sonst einmal nicht die Kraft habe. Das ist der Wahnsinn. Das ist wie Fitnessstudio. Und zwar legt es einfach so an, dass hier diese Spitze einfach auf dieser Linie ist und ihr schiebt es einfach mal so rein. Könnt euch ein bisschen hier orientieren, dass es halt wirklich an der Spitze ist und dann einfach mal drauf drücken. Ich brauche jetzt hier wirklich beide Hände und dann einmal drehen. Aber wieder schauen, dass ihr ungefähr mittig seid. So. Und das Ganze halt eben bei allen Ecken. Wenn es jetzt nicht so gleichmäßig wird, ist es auch nicht schlimm. Weil ich denke mir, es gibt da Blüten mit unterschiedlichen Blumen oder Blütengrößen oder Blattgrößen. Das ist nicht besonders tragisch. Das kann man dann auch danach wieder ausgleichen. Ich zeige euch das danach dann gleich einmal. Das ist halb so schlimm. So. Ups. Und noch ein Ende. So. So, den letzten Cardstock und dann haben wir es auch schon geschafft. Das macht einen ordentlichen Krach. Bin ich froh, dass ich nicht so ruheliebende Nachbarn habe. Sonst glaube ich, würden die schon lange auf der Matte stehen, wenn ich da so Remi-Demi mache.
Gut. So, jetzt habe ich einfach hier alles mal gepanscht. Jetzt sieht es ja noch nicht wirklich irgendwie nach Blüte oder sonst was aus, weil es einfach viel, viel zu eckig ist. Und deswegen brauchen wir jetzt eine Schere und wir schneiden uns jetzt einfach die Enden und Ecken hier einfach so ein bisschen ab, beziehungsweise runden das ab. Das muss jeder so ein bisschen nach seinem Geschmack machen, so wie es euch gefällt. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Das ist einfach so, wie ihr denkt, dass es gut aussehen wird. So macht ihr das da einfach. Ich runde das einfach, wie gesagt, schön ab. Es muss ja nicht einfach alles gleich groß sein. Das ist nicht schlimm. Das ist ein bisschen eckig geworden. Das schneiden wir nochmal da ein bisschen nach. So. Eine haben wir schon mal. Ihr könnt es dann auch, wenn euch jetzt irgendwie was ein bisschen zu groß geraten ist, jetzt da ein bisschen korrigieren. Oder halt eben, wenn dann einem so ein Blatt zu klein geraten ist, halt eben entsprechend nicht so viel abschneiden. Dass man es halt einfach ein bisschen sparsamer rundet. Oder so wie bei dem Teil hier, dass man dann auch ein bisschen mehr abschneidet, je nachdem. So, ich glaube, da schneide ich fast dann ein bisschen was ab. Das ist arg groß. Ja. Ich gehe mal auf gleich ein bisschen großzügiger rum. So, und dann noch das letzte. Ich muss ja wirklich sagen, diese Saison sind ja wirklich, Blüten sind ja wirklich komplett im Trend. Ich bin auch komplett im Blütenfieber. Ich finde das wirklich sehr schön. Das ist einfach so schön frühlingshaft. So, wenn wir das jetzt haben, dann nehmt ihr euch einfach eure Blütenblätter und dann halt eben auch das Falzbein. Und dann brechen wir hier so ein bisschen die Papierstruktur und gehen da einfach mit dem Falzbein so ein bisschen drüber. Vorsichtig sein, nicht dass ihr hier die einzelnen Blütenblätter abreißen, so ein bisschen festhalten, einfach mit so ein bisschen Gefühl drüber gehen. Wenn man das jetzt noch nicht vorher gemacht hat, einfach ein bisschen üben, nicht verzagen, muss vielleicht wirklich ein, zwei Mal üben, bis man das so ein bisschen raus hat. Teilweise ist dann halt das Papier da so ein bisschen verschrumpelt. Das kann dann sein, dass ihr so ein bisschen dran geruckelt habt oder dass es dann zu fest war, was ihr angezogen habt. Wie gesagt, das ist einfach ein bisschen Übungssache, nicht verzagen. Das macht es jetzt einfach überall. Aber wieder so ein bisschen nach Gefühl und so, wie es euch gefällt, dass das einfach alles so ein bisschen schön nach innen wölbt und das einfach danach dann eine schöne Form annimmt von der Blüte. Da vielleicht nur ein bisschen am Rand. Genau, man kann es ja nach so ein bisschen zurecht knautschen. Nach Belieben. So, jetzt sind wir gleich durch. Und ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr schnell gearbeitet. Das ist wirklich kaum Zeitaufwand. Also man hat dann wirklich eigentlich ja wirklich eine schöne Blüte. So. Jetzt geht es eigentlich auch schon ans Zusammenbauen. Ich nehme dazu einfach diesen ganz normalen Tombow-Kleber und dann kommt einfach in die Mitte so ein bisschen ein kleiner Klecks Kleber rein. Und ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich das Ganze so ein bisschen versetzt angesetzt habe. Dann hat man halt eben überall was von der Blüte und dann überlappt es halt so ein bisschen. Ich finde das eigentlich ganz hübsch. Ein bisschen drehen vielleicht und andrücken. So, und dann kommt schon die letzte Schicht. Kann man dann auch ein bisschen spielen, je nachdem.
das schaut ganz gut aus. Ich denke, wichtig ist, dass man drei Lagen hat, sonst ist es fast ein bisschen zu wenig, sonst schaut es fast ein bisschen nackt aus, sage ich mal. Also ich glaube, drei Lagen sind schon ganz gut. Ich habe es noch nicht mit vier Lagen versucht. Ich weiß nicht, wie es dann ausschaut, ob das dann schon wieder zu viel ist. Müsste man fast ausprobieren. Den Blütenstand habe ich vorher auch schon mal ausgestanzt mit der Big Shot. Und zwar ist es auch dieses Framelit-Set Botanical Builder Framelits aus dem aktuellen Frühlingskatalog. Ist wirklich eins meiner aktuellen Lieblingssets zusammen mit dem Stempelset. Ist unheimlich vielseitig. Man kann sehr, sehr viel damit anfangen. Und halt einfach verschiedene Sachen verwenden. Jetzt kann man hier den Blütenstand schon mal so ein bisschen zurechtbiegen. Und zwar so an der Seite so ein bisschen hoch. Und dann da drauf setzen. Und dann ein bisschen andrücken. Entweder jetzt mit dem Falzbeil oder habt zum Beispiel den Paper Piercer. Irgendwas, was ein bisschen eine Spitze hat. Da kann man ein bisschen andrücken, damit es da schön festklebt. Und dann noch mal einen kleinen Klecks drauf. Und dann kommt schon der Schluss. Auch wieder ein bisschen zurechtbiegen. Dann haftet es, also dann kommt sie ja auch ein bisschen mit dem Boden ein bisschen besser dran. Und da habe ich jetzt auch wieder ein bisschen versetzt, das Ganze aufgeklebt, dann schaut es ein bisschen voller aus. Und andrücken. So, und schon ist unser Blüte fertig. Was sagt es dazu? Das ist doch wirklich schnell gegangen, oder? Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz netter Effekt. Wer es mag, kann jetzt zum Beispiel da auch noch einen schönen Strassstein reinsetzen. Oder das Ganze irgendwie auch noch auf dem schönen Blattwerk drapieren, wie zum Beispiel eben auch aus diesen Botanical Builder Framelits. Da gibt es ja doch einige verschiedene Blattgrößen und Blattarten. Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenze gesetzt. So, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und dann würde ich mich einfach schon wieder freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei mir einschaltet. Danke, tschüss, bis dahin.